Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder unterwegs in der Runde Transport Fever. Und eine Sache hatte ich euch noch versprochen, die wir bisher noch nicht umgesetzt haben. Und das wäre den Maschinenanschluss für Köln. Apropos, da fällt mir noch eine Sache ein, die wir vielleicht machen können sollen. Ja, Maschinen für Köln wäre eine schöne Idee. Da läuft noch gar nichts. Das ist aber auch ein super weiter Weg. Ich habe mal geschaut, wo wir es am besten anschließen. Ich habe mir überlegt, hier ist schon ein Wald, hier könnte man noch einen Wald mitnehmen. Habe ich auch schon alles richtig benannt. Bringen wir dann hier hoch, dann hätten wir die zwei Holz für das Sägewerk. Können zwei, einmal Stahl und einmal Bretter hier runterbringen. Und hier oben ist auch nochmal Kohle und Erze. Und wenn man sich das mal von den Höhenunterschieden her anschaut, das ist schon ein ganz schönes Stück. Und des Weiteren, entweder ich baue hier noch eine Brücke über den Fluss und auch dann, ich muss ja im Prinzip auch noch nach Köln rein. Und mal schauen, wo ich da Sachen abliefern kann. Wie schaut es denn da eigentlich aus von den Linien her? Okay. Das geht noch. Potenziell müssen dann auf alle Fälle hier was abliefern. Und das dann auch irgendwie wieder in die Stadt bringen. Wer von euch braucht denn alles die Maschinen? Der Herr hier hinten oder die Herren der Industrie. Kriegen wir hin. Und auch hier drüben müssen wir dann noch welche hinbringen. Das passt alles schon. Schauen wir mal. Also, wir müssten vermutlich dann hier ein Stück durch die Stadt fahren. Das ist ein bisschen blöd, weil hier noch ein paar Ausläufer sind von den Wohngebäuden. Oder wir bauen irgendwann mal noch eine Brücke hier rüber und dann können wir nur durchs Gewerbegebiet fahren. Ich würde es aber erstmal mit den vorhandenen Brücken versuchen. Wäre auch schön, vorhandene Infrastruktur zu nutzen. Ansonsten hier die Straße vielleicht gleich noch aufwerten. Damit wir auch schon eine etwas dickere Straße hier rüber haben, dann hier links hinstellen, wobei... Nee, wir müssten vermutlich hier einen, einen Depot, eine LKW-Station, so heißen die hier. Eine LKW-Station einrichten, Depot würde auch gar nicht stimmen, weil wir hier noch an Dings ran müssen. An den Wald. Okay. Also da muss es dann mit dran sein, das kriegen wir hin. Bis hier hinter vielleicht mehrspurig. Muss man mal schauen, wie wir das machen. Dann das nächste, wir müssen ja auch hier nochmal durch. Das heißt auch wieder komplett durch Stuttgart. Das Schöne ist, wir können uns vielleicht hier so, obwohl wir könnten auch im Prinzip den Tunnel hier hinten noch verlängern. Hier ist ein Tunnel drin, der von hier unten nach hier oben geht. Dass wir sagen, wir verlängern den Tunnel und der kommt dann hier oben irgendwo wieder mit raus. Worum das am cleversten wäre. Dann müssen wir nämlich nicht einmal durch die Stadt gurken. Auf der anderen Seite, Infrastruktur nutzen, die wir schon haben, wäre nicht so verkehrt. Dass wir dann im Prinzip den Tunnel hier nutzen, hier noch ein bisschen langfahren, dann hier vielleicht die Straße nach oben. Und potenziell halt hier auf lange Sicht noch einen Tunnel in den Berg hauen, den auch hier unten mit anschließen. Das würde ich glatt sofort machen. Hier gibt es keine andere Möglichkeit. Bin ich gerade noch am Überlegen, eine andere Möglichkeit als die Brücke, aber ich denke, das sollte nicht so einfach möglich sein. Nun gut, da muss ich dann wohl durch. Oder von hier aus noch einen kleinen Hafen hier hinsetzen. Andererseits, dann wäre der hier wieder mitten im Wohngebiet, das ist auch nicht so günstig. Vielleicht hier unten einen Hafen hinsetzen. Andererseits nur ein Schiff, was von hier nach hier rüber fährt. Ich weiß ja nicht. Aber wir kriegen das schon hin. Und ich wollte ja auch eigentlich sagen, hier zum Tunnel, also potenziell hier eher ein Tunnel. Die Idee gefällt mir eigentlich super gut. Wir können die aber auch erstmal hier noch über die Straßen schicken für den Anfang. Je nachdem, wie viel Verkehr dann ist, müssen wir mal schauen, dass wir die hier vielleicht rausbuxieren. Denn auch hier, wobei wenn die hier langfahren... Das Wohngebiet beginnt erst hier drüben. Ist nicht so schlimm, wie man das hätte vermuten können. Ja, dann von hier oben, hier hoch,
hier eine riesen LKW-Station mit einer Linie hier rüber zum Kohleding und eine Linie hier runter. Das wird auch nochmal ein bisschen interessant von Höhenunterschied her, glaube ich. Und dann hier zu den Erzbergwerken. Dann gibt es dann auch hier eine Verbindung. Ob die eine nutzt dann? Wobei, das hier dürfte länger sein. Wir hatten ja ursprünglich den Anschluss hier oder die Stadtverbindung nach Raccoon City von Stuttgart aus. Das haben wir ja umgelegt und dann denen im Prinzip die Möglichkeit gegeben, durchzufahren. Und wenn wir jetzt hier noch einen Weg aufmachen, vielleicht ist das kürzer, weil sie dann hier nicht im Prinzip erstmal nochmal wieder Richtung Fluss fahren müssen, sondern könnten dann hier durch die Berge fahren. Das schaut bestimmt cool aus, wenn die da rüberfahren würden. Dann könnte man mal mitfahren, sobald das erste Automobil unterwegs ist. Aber im Moment... Ach, hier fährt noch gar keiner lang. Das müssen wir noch nachschauen können. Ziele? Raccoon City? 0. Okay, 0 ist nicht so viel. Da fährt da so oder so noch keiner. Aber potenziell, so das wäre jetzt der Plan. Und ich würde sagen, bevor ich hier lange drumherum rede, fangen wir schon mal an. Ich würde, glaube ich, anfangen mit... mit dem Holzkram, dass wir das hier rüberbringen können. Dann schließen wir Kohle und Erz an und dann sollten wir auch schon fertig sein. Weil das alles relativ günstig gelegen ist. Das muss ich, weil, falls wir mal eine neue Karte spielen, oder nicht falls, sondern wenn wir mal eine neue Karte spielen, noch ein wenig anpassen. Die kommen ja von hier. Dann würde ich die hier links abbiegen lassen. Müssen wir mal schauen, wie das aufgeht mit dem Privatverkehr, dass sie dann hier links einbiegen, hier ihr Kram aufladen und dann hier wieder rechts abbiegen. Das heißt, wir bräuchten im Prinzip zwei auf der rechten Seite von hier aus gesehen. So, ist in Ordnung. Andererseits, ich könnte die Straße hier im Prinzip auch abreißen. Nee, das schaut bestimmt doof aus. Sonst hätte ich vorgeschlagen, die Straße hier abreißen und dann im Prinzip das von beiden Seiten aufladen lassen. Die Idee gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Aber ich weiß nicht, wie sich das dann mit dem Privatverkehr ausgeht. Und wenn die hier schon mal die Straßen nutzen, das habe ich ja hier hinten einmal gemacht. Und ganz ehrlich, hier hinten fährt keiner lang. Schätze ich mal, potenziell, wenn wir hier mal irgendwann eine Brücke drüber bauen, könnten die hier hinten lang fahren nach Hamburg und dafür nicht das Schiff nutzen. Und auf lange Sicht ist ja entweder hier eine Brücke rüber gedacht, von Coruscant aus, oder hier noch eine Brücke, auch weil das Stück so kurz ist, auch wenn sie einen kleinen Umweg fahren müssten, nach Frankfurt. Aber potenziell, wenn es dann hier Probleme geben sollte, muss ich mir halt noch eine Lösung einfallen lassen. Ich fand das so damals gar nicht so schlecht. Damals klingt so lange her. Wie wir das früher gemacht haben. Früher ist auch. Ja, ihr wisst, was ich meine. Aber hier fahren sie ja im Moment schon. Insofern ich nicht irgendwann mal die Straße hier abreiße, werden die auch immer weiter hier lang fahren. Und ich glaube, das wird nie passieren, dass ich diese Straßen hier mal irgendwann abreiße. Von daher. Auch das mit dem Linksabbiegen ist dann schwierig. Wie würdet ihr es denn machen? Bin da gerade im Moment echt unentschlossen. Ich finde es natürlich, es schaut nicht verkehrt aus. Hier werden die angezeigt, sobald ich die Bushaltestelle, nicht die Bushaltestelle. Sobald ich hier irgendwas an... Ah ja, genau, geht's weg. Interessant. Dann sehe ich im Prinzip auch, wo ich was abliefern muss. Bei den kleinen Haltestellen ist mir schon öfter aufgefallen, aber bei den größeren habe ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Nee, wir brauchen nicht nur die zwei.
oder? Wir müssen einmal hier Holz holen. Und das oben abliefern, dann fahren wir leer. Ne, wir fahren nicht leer wieder zurück. Wir fahren mit dem Stahl zurück, liefern hier den Stahl ab. Dann fahren wir leer bis zu dem nächsten Wald. Liefern dann das Holz hier ab, leeren Bretter mit zurück. Das heißt, wir müssen im Prinzip zweimal abladen, einmal aufladen und dann aber nochmal aufladen für die Maschinen selbst. Wie bringen wir da die Maschinen? Kommen wir im Prinzip auf denselben Weg. Also im Prinzip ganz viele Linksabbieger hier. Das könnte schwierig werden. Warte mal bitte kurz. Ich glaube, da hat es geklopft. Gut, da bin ich wieder. Ich bin da auch noch nicht wirklich schlauer geworden und dadurch, dass hier Leute langfahren, bin ich dazu am Tendieren, dass wir das cleverer machen. Und ich bin auch am Überlegen, hier gleich vier Teile hinzubauen oder drei. Wir laden jetzt zweimal ab, einmal auf, dann trennen wir das ein bisschen, sollte passen. Und dann bauen wir hier das daneben, dann stehen die sich nicht gegenseitig im Weg. So zumindest die Idee. Also der Privatverkehr und was wir hier so an Dings haben. Das Problem ist, dann biegen im Prinzip alle hier links ab. Aber das können wir vielleicht dadurch umgehen, indem wir diesen Straßenanschluss hier nutzen, habe ich mir überlegt, wenn es dann nicht klappen sollte. Legen den hier rum, dann können sie hier ein bisschen raufgehen, gehen hier im Prinzip mit der Brücke drüber, hier wieder rein und dann kommen sie hier auch hin. So ungefähr die Idee. Ob das Ganze denn aufgeht, wird sich zeigen. So würde es reichen. Perfekt. Köln-Haltepunkt, dich nennen wir dann gleich nochmal um. Was könnte denn Köln mit Maschinen herstellen? Ich würde sagen, Köln und Maschinen. Da muss ich gleich nochmal nachgoogeln, für was denn Köln so bekannt ist. Das allererstes. Na, so nicht. Ich glaube, ich würde auch hier gleich Tramgleise elektrisch dranlegen. Ich versuche das eigentlich immer im 90-Grad-Winkel dran zu hauen, aber vielleicht wäre es hier cleverer, einen anderen Winkel zu finden. Dann haben die nämlich eine leichtere Kurve, wenn sie hereinfahren. Das klingt nicht verkehrt, finde ich. So, dann machen wir euch auch mal ein Stück länger. 40, 50, 60, 70. 70 Meter finde ich gar nicht so verkehrt. Das hat sich bisher als ganz gut herausgestellt. Na, wir haben ja mittlerweile auch noch verschiedene Eingänge. Das wäre natürlich interessant gewesen. Und da kommt mir noch eine Idee. Ich brauche die ja im Prinzip hier nur auf der rechten Seite, die Teile. Das heißt, was ich jetzt gebaut habe, ist eigentlich völliger Bockmist. Also ja, drei Terminals sind sicherlich nicht verkehrt. Dann können wir einmal im Prinzip zweimal das zum Abladen, einmal noch können sie dann gleich mitnehmen und einmal noch für die Maschinen. Dann können sie im Prinzip die vier Aktionen, drei Plateaus teilen. Und dann ist der Eingang da ein bisschen schwierig. Das Problem ist halt, wir machen das mal so,
Ich stelle hier mal wieder hin, wir haben ja mehr als genug Geld. Das Geld juckt mich gerade weniger. Aber so kann ich es euch besser zeigen. Meine Überlegung ist gerade, was ich vermutlich vergessen habe. Wenn ihr denn hier, egal ob über Brücke oder ob die Straße, hier reinkommen und hier in das rechte Ding wollen, fahren die erstmal hier lang, drehen dann hier rein und würden dann im Prinzip hier raus wieder nochmal eine Runde drehen. Und zweimal drehen scheint mir ziemlich doof zu sein. Kann ich denn hier mehrere Güterplattformen noch dran basteln? Eins, zwei. Ah, das geht. Cool. Dann machen wir das so. Es geht also im Prinzip auch mehr als die drei. Wobei, drei reichen ja eigentlich. Nur muss ich dann schauen, wie ich das mit dem Eingang mache. Dann würde ich nämlich fast diesen Straßeneingang weghauen und dafür die Einbahnstraßen reinlegen. Weil der Eingang müsste dann viel zu nah dran sein. Genau. Kann ich den Eingang nicht irgendwo anders in Chemie? Wie weit muss ich denn da ran, damit die da ansnappen? Gar nicht so weit. Im Prinzip reicht das mir schon. Dann da im Prinzip drei separate Eingänge. Und den Ausgang könnten sie sich teilen oder wir machen auch dort separate Ausgänge, die dann irgendwann zusammenlaufen. Ich packe das Ding da jetzt einfach mal hin und ich überlege mir das. Ich fürchte, ihr könnt mal erst im Nachhinein was dazu sagen. Aber auch potenziell im Nachhinein kann man ja noch Dinge ändern. Also im Prinzip irgendwann vielleicht die Brücke oder hier erstmal links abbiegen, dann geht's hier rein. Das mit Einbahnstraßen. Eins, zwei, drei. Interessant, wie sie das da gemacht haben. Dann muss ich die hier irgendwie zusammenlaufen lassen. Also nicht. Ja, elektrisch. Und hier geht es dann so langsam rauf. Das heißt, ich sollte vielleicht auch ein Stück weit nach oben gehen. Eins, zwei. Naja, ich glaube, ich lasse das erstmal. Den, sagen wir mal, bis hierher. Ist vielleicht ein bisschen zu nah schon an der Straße dran. Ich glaube, ich sollte die Straße vielleicht als erstes verbinden. Ja, das ist ein bisschen sehr hart, ja. Also wir sind sehr nah an der Straße. Das macht es ein bisschen schwieriger. Oder ich mache das komplett anders. Du bleibst auf der Höhe, du verstellst nicht ständig die Einstellung. Ich würde sagen, bis hierher ungefähr. Schaut ein bisschen komisch aus, gerade hier, dass es dann wieder so sehr einen Knick macht. Aber das kriegen wir potenziell noch gerissen. Hier fährt ja niemand lang, nehme ich an. Keine der Trams. Das hier ist ein bisschen nicht ganz so extrem, allerdings schaut es ziemlich komisch aus. Vielleicht ein bisschen runder. Es wird nicht wirklich runder. Habe ich zumindest den Eindruck. Gerade hier, also hier dieses Stück, es schaut halt sehr. Es schaut nicht mal elliptisch aus, sondern sehr. Nennen wir es oval. Wie schaut es aus? Dass es hier nur ein Stück hoch geht, gefällt mir eigentlich nicht wirklich, aber damit kann ich leben. Wird schon irgendwie werden. Gut, dann
So vielleicht. Ganz ehrlich, das schaut voll bescheuert aus. Ich würde das lieber anders haben wollen. Das Potenzial der Ort für den Kölner Mittelpunkt ist ganz gut. Aber ich weiß nicht, das mit den Einbahnstraßen gefällt mir nicht so wirklich. Auch weil wir hier im Prinzip alles nochmal aufdröseln müssen, damit die hier reinfahren können. Dasselbe blüht uns hier drüben auch nochmal. Wir könnten gleich das mit der Brücke machen, aber dann habe ich dasselbe Problem. Potenziell. Ich will ja auch nicht riesen Umwege fahren, dass ich noch sage, ich lasse die erst zusammenführen, dann gehen wir hier hinten irgendwo drauf, dann fahren sie im Prinzip einen ewigen Umweg. Vielleicht war die Idee, hier im Prinzip die Straße abzureißen und dafür die Haltepunkte hier rein, gar nicht so doof. Ich würde jetzt erstmal bei der Idee bleiben und ich schaue mal, dass ich das hier noch ein Stück schöner machen kann, weil das kann sich ja keiner mehr anschauen. Vielleicht sollte ich das Ding auch nochmal abreißen und ein Stück andere Stelle stellen. Und es müsste ja im Prinzip auch durch den Straßenanschluss hier drüben dann hier ansnappen. Und die Straße hier, die Maschinenfabrik ist so oder so näher dran. Von daher hauen wir das nochmal weg. Ist ein bisschen zu nah an der Straße, haben wir festgestellt. Wobei, dann sind wir auch ein ganzes Stück weiter unten. Muss ich mal schauen wegen der Straße, aber potenziell könnten sie auch noch ein Stück hochstellen. So zum Beispiel. Dann würde ich sagen, hier passt das schon. Ja, so viel höher ist es gar nicht als die Umgebung. Dann nochmal die Einbahnstraßen und schauen, ob das hier dann hübscher ausschaut. Und nicht ganz so fatal. Ganz ehrlich, je länger ich hier bastel, desto interessanter finde ich vielleicht die Idee mit dem Hafen. Aber ich bezweifle, dass ein Hafen bis da oben hinreicht. Wir haben hier mehr als genug Geld. Ich papiere jetzt meinen Hafen dran. Reiß mal dann gleich wieder ab, keine Sorge. Nur so zum Ausprobieren. Achso, dann habe ich jetzt natürlich auch eine ganze Menge. Oh, das würde funktionieren. Interessant. Also potenziell, wir könnten tatsächlich mit dem Hafen arbeiten. Nur wo liefern wir es dann hier an? Geht halt wirklich nur hier, ne? Würdest du nur so ein Mini-Stückchen fahren? Das scheint nämlich sehr toll. Noch eine Idee, wenn wir so oder so schon angedacht hatten, hier im Prinzip eine Brücke drüber zu bauen. Dann lasst uns doch die Brücke dann gleich drüber bauen. Dann könnte man hier im Prinzip hier einen Rechtsabbieger hinkriegen. Hier einen Rechtsabbieger und dann laden wir hier hier ab. Die Frage ist nur, reichen wir denn den Wald? Vermutlich nicht. Wir könnten einen extra kleinen Waldweg hier noch einbauen, aber taugt mir auch nicht so ganz. Ich bleib dabei. Vielleicht war mein erster Gedanke schon ganz gut. Ich will jetzt auch nicht hier Ewigkeiten brauchen. Du könntest vielleicht schon mal einen Tick nach oben. Andererseits, vielleicht sollten wir erst die zusammenführen und dann die Höhenunterschiede ausarbeiten. So,
So schaut es, glaube ich, gar nicht so verkehrt aus. Kriegen wir hier... Oh, das geht sogar. Schaut ein bisschen komisch aus, weil das andere Teil hier näher dran ist. Aber potenziell... Wenn die Straßen vielleicht noch ein bisschen dünner werden. Wir kriegen ja irgendwann Einbahnstraßen, wobei die sind fast genauso breit. Gerade hier sowas schaut halt sehr komisch aus. Aber das würde sich ja auflösen mit Einbahnstraßen. Die hören ja auch einfach die Schienen dann auf. Dass die im Prinzip nicht nochmal hier so einen Schlenker hier rüberziehen. Sondern im Prinzip sich einfach hier splitten auf drei. Oder wir bauen hier, das wäre eine ziemlich heftige Kurve, aber potenziell so, dass man dann, wo, dann müssen sie im Prinzip hier abfahren. Je spitzer die Kreuzungen sind, sowas wie hier, wenn dann welche hier abbiegen wollen, das dauert immer ewig, in der Zeit blockieren die Kreuzung. So funktioniert das zumindest spielmechanisch, wenn ich das richtig gesehen habe. Von daher, wenn wir hier das hinbauen und dann hier uns so anschließen, dann schaut es vielleicht ein bisschen hübscher aus, weil es auch eine sehr, sehr große Krümmung ist. Aber dann haben wir im Prinzip eine ziemlich langgezogene Kreuzung und das wäre auch nicht so ideal. Ich bin fast im Überlegen, das hier dann wirklich im rechten Winkel dran zu setzen. Von der Höhe her ist es jetzt nicht das Schönste, aber ich würde das jetzt einfach mal abnicken. Hier können wir dann vielleicht die Straßen mal bauen, dass die sich ein bisschen glättet. Hier finde ich es in Ordnung. Ach, wird schon passen. Ich will jetzt auch hier nicht Ewigkeiten brauchen. Also im Normalfall hätte ich gesagt, wenn ihr nicht mit dabei gewesen wärt, ach komm, die Zeit nehme ich mir, damit es dann möglichst hübsch ist und dann können wir hier gemeinsam langfahren in der Mitfahrt und einfach uns an dem Spiel erfreuen, aber so würde ich auch nicht Ewigkeiten brauchen. Und ich mache mir, glaube ich, manchmal auch einfach zu viel Gedanken für Dinge, die eigentlich nichtig sind. Von daher, das ist schon gar nicht verkehrt so. So, und damit schaut es ein bisschen glatter aus, auch wenn die Steigung hier doch sehr stark ist. Aber ich fürchte, da müssen die Privatfahrzeuge durch. Andererseits, wenn die Privatfahrzeuge sich hier stauen, weil es dann ein Stück langsamer wird, brauche ich auch Ewigkeiten, um hier hoch, Ewigkeiten, um hier runterzufahren. Aber potenziell, wir kriegen ja dann hier vielleicht noch die Brücke rüber. Und ganz ehrlich, wenn hier so oder so die Brücke bis hier hin muss, oder bis hier, ich muss ja hier im Prinzip dann auch noch hoch. Und, ach, hier geht es ja auch hoch. Oder wir machen im Prinzip einen Kringel hier so rum, hier hoch und dann hier rüber. Dann geht's wieder. Ja, das ist eine schöne Idee für zukünftige Sachen, aber die Zukunft ist nicht jetzt. Jetzt sind wir in der Gegenwart. So, 30, 40, 50, 60, 70. Schade, dass man das für jedes Teil einzeln machen muss. Ey, 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 was hast du denn hier gemacht? Nein, sag mal, veralber mich nicht. Also, liebes Spiel, ich bin nicht begeistert, wenn du mich hier in die Pfanne hauen möchtest. Was machst du denn da? Warum? Liebes Spiel, einfach nur warum? Aber wisst ihr was, das ist so, glaube ich, auch in Ordnung, denn wenn ich das richtig sehe, die können hier zwar nicht links abbiegen, das hatte ich schon mal das Problem, weshalb es hier nicht nur einen Eingang gibt, sondern auch immer ein Eingang hier sein muss, aber die können hier rechts abbiegen. Und ob die sich nun hier aufsplitten oder hier hinten erst, was soll's. Und dann bin ich fast im Überlegen, das Ding noch ein Stück kürzer zu machen. Entschuldigt den extra Aufwand, aber manche Ideen kommen halt erst später. So vielleicht. Warum auch immer hier der Unterschied 6000, 2300 ist.
Also 3700 im Unterschied, das ist ganz schön heftig. Aber okay. Dann ist das noch ein Stück kürzer. Und ich weiß, da muss ich die Straße gleich nochmal ziehen. Aber jetzt, je mehr der Plan Gestalt annimmt, möchte ich behaupten, desto schneller geht die ganze Sache. Und damit hast du auch eine sanftere Steigung, was ganz angenehm ist. So, versuche ich dich noch halbwegs im rechten Winkel dran zu bekommen. Wird schon passen. Keine großen Hucke oder dergleichen, doch hier. Den können wir aber noch hübscher machen. Das ist schnell gemacht. Ich würde sagen, es läuft. Wir kriegen sogar beide damit dran. Perfekt. Dann im Prinzip würde ich sagen, hier Holz mitnehmen, da hoch transportieren, Stahl anbringen, dann hier drüben einmal leer fahren, Bretter mitbringen, Bretter dann hier abladen und währenddessen noch Holz aufladen. Und der andere, der dritte hier, bringt einfach nur Maschinen hier rüber. Dann müssen wir mal schauen, ob wir die gleich anliefern, was ich gar nicht so verkehrt finde. Oder ob wir sagen, wir liefern nochmal hier was ab, am Kölner Dom. Der Punkt ist ja, irgendwann nehme ich an, dass wir nicht mehr alles hier abliefern können mit der einen Station. Das wird jetzt schon relativ knapp, hier hinten. Potenziell würde ich dann nämlich auch nochmal eine zweite Linie reinziehen wollen für die Waren. Wenn wir dann hier einfach, obwohl, ja, ich weiß nicht. Ach komm, wir liefern es einfach hiermit ab. Und wenn dann die Haltestellen nicht reichen, muss ich mir halt später was überlegen. Das muss ich nicht jetzt alles schon machen. Ist zwar schön, Sachen vorauszuplanen und auch ein bisschen Überkapazitäten zu schaffen oder einen Plan zu haben, was passiert, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber manchmal ist es auch ganz schön, wenn irgendwas schiefläuft, man es dann später lösen kann, ohne schon alles im Voraus geplant zu haben. Ich bin im Überlegen, hier einfach eine Straße dran zu setzen. Weil hier habe ich ja im Prinzip das Problem, obwohl, nachdem ich hier im Prinzip mehr Platz gelassen habe, hätte ich hier auch alle reinfahren lassen können. Aber ich glaube, das passt so schon. Wenn es irgendwo Staus gibt, kann ich ja immer noch das Ganze umbasteln. Und nehmen wir mal an, die Maschinenproduktion kommt gar nicht. Hier laden sie im Prinzip nur Wald auf. Holz auf, Wald auf. Ja, die laden Wald auf. Hier könnte sich vielleicht ein bisschen stauen. Die haben einen eigenen Ableger bekommen. Das heißt, selbst wenn es hier einen kleinen Rückstau gibt, sollte das schon passen. Die laden hier nur ab. Das ist kein Ding. Die laden hier aber auch auf. Wenn hier im Prinzip ein kleiner Rückstau entsteht, blockieren die hier abladen. Das wäre ein bisschen doof. Das heißt, potenziell könnten die auch noch mal einen eigenen Eingang gebrauchen. Aber der schließt sich ja hier gleich hier vorne an. Das ist ein bisschen sehr bescheiden. Kann ich das nicht irgendwie dir verbieten? Nee. Lässt er sich nicht drauf ein, er will das unbedingt verbinden. Ich habe eine Idee. So, konfigurieren. Tada! Nochmal bauen war die Lösung. Okay, also selbst wenn die sich hier ein bisschen rausstauen, sollte es, glaube ich, passen. Hier fahren sie ja im Prinzip einfach nur weg. Wenn es sich hier staut, könnte ich es nochmal ummodeln. Oder aber ich sage, das passt schon. Hier fahren sie mit Holz weg. Hier mit nichts. Hier mit Maschinen. Wie viel sollten hier schon von wohl? Das ist eine ganz schöne Strecke. Das heißt, da werden ganz schön viele Fahrzeuge fahren, vermutlich. Und viele Fahrzeuge, die stauen sich in der Regel immer dort, wo es entladen und beladen werden muss, weil man da halt ein Stück langsamer unterwegs ist.
Aber ich behaupte einfach mal, das könnte ein Problem sein für Zukunfts-Martin. Da muss ich Gegenwarts-Martin nicht drum kümmern. Oder erstmal nicht. Sag mal, veralberst du mich? Ich finde das nicht witzig. Wieso hast du hier die Oberleitung weggelassen? Es sind hier Oberleitungen noch mit. Ach, die Oberleitung brauche ich. Wartet mal. Da ist hier sogar eine dicke Straße. Die läuft aber nur bis hier hinten hin. Okay. Warum auch immer eben wieder mal keine Oberleitung drin war. Ich habe das jetzt schon so oft auf elektrisch gestellt. Aber potenziell die Oberleitung brauche ich, damit auch im Prinzip Vertania elektrische Trams bekommen kann. Und nicht nur mit Dampftrams oder mit pferdebetriebenen Trams da rumfahren. So, dann. So ungefähr wird das schon passen. Noch alles in Ordnung. Ja, dann die Kölner Maschinenfabrik nenne ich dann auch um. Ich weiß nur noch nicht, wofür Köln berühmt ist, welche Maschinen die herstellen. Aber das finde ich noch raus. Und wir wenden uns hier dem nächsten Punkt zu. Also wir fahren dann hier, würde ich sagen, erstmal durch den Tunnel. Wenn das nicht mehr hinhaut, bauen wir hier einen neuen Tunnel. Und ich würde sagen, damit kommen wir hier dann irgendwo raus. Bauen dann hier zum Beispiel eine Verladestation. Wie schaut es denn hier höhentechnisch aus? Könnten die auch hier hinsetzen? Wird hier hinten irgendjemand langfahren? Nee, hier sind nur Industriebetriebe. Könnte es auch hier gleich dran setzen. Aber ich glaube, ich setze es lieber hier hin. So ein Stück vom Berg. Im Prinzip müssten hier nur einmal Holz aufladen. Das heißt, ein Stop auf der rechten Seite. Wir fahren ja von hier lang. Können hier kurz rechts abbiegen. Nehmen Holz mit, bringen sie hoch. Das sollte schon reichen. Hier hat man es. Eins auf der rechten Seite, elektrifiziert, sehr schön. Dann muss ich auch mir noch überlegen, wie ich da hochkomme. Ich weiß nicht, ob das mit meiner Höhenregel so aufgeht. Gegebenenfalls muss ich das Ding auch nochmal bauen, wenn die Straßen dann ja irgendwann mal ein Stück breiter werden sollten. Denn das geht ja mit dem Upgraden immer so schlecht, wenn ich da recht informiert bin. Ja, da ist das Waldstück im Weg. Aber wir müssen hier so oder so. Du hast schon wieder alles zurückgegeben. Warum stellst du immer meine Einstellungen um, liebes Spiel? Das finde ich echt belastend. So, hier die Tramgleise drauf, elektrifiziert. Dasselbe nochmal hier. Und ich würde sagen, wir fahren hier drüben lang. Bin ich ja mal gespannt, dann müssen wir nämlich hier nochmal links abbiegen. Wir könnten auch gleich hier links abbiegen, aber dann staut es an dem kurzen Stück. Das finde ich ein bisschen doof. Ich würde es hier probieren, hier links abbiegen. Andererseits gehen da auch mehrere. Geht da noch eine andere Gleisstrecke drüber. Vielleicht sollte ich es dann nicht da machen, sondern lieber hier oben erst. Andererseits, je später ich das mache, desto näher komme ich der Kreuzung und desto näher komme ich den Wohngebäuden. Oder früher. Dass wir sagen, wir machen das hier schon. Damit wir gar nicht, obwohl dann müssen, würden wir hier wieder die Strecke kreuzen. Kreuzen ist immer ein bisschen schwieriger als, obwohl zusammenzuführen ist genauso doof. Wir probieren es einfach mal so aus, wenn es nicht hinhaut. Wir haben wie gesagt einen Plan B, wird schon schief gehen. So. Stuttgart West, nee. Können
Kölnerwald? Nee. Obwohl, warum nicht? Warum nicht Kölnerwald? Andererseits. Das sollte schon was mit Köln zu tun haben, aber. Weiß ich nicht. Ich überlege. Ah, jetzt heißt das Ding schon anders. Egal. Ich überlege mir dann noch Namen bis zum nächsten Mal. Wie lange läuft denn eigentlich schon die Aufnahme? Kleinen Moment, bitte. Muss es ja zwischendurch nochmal schneiden, das ist ein bisschen doof. Oder und nochmal unterbrechen, da kam ja jemand an die Tür. Aber da geht noch mehr. So, dann haben wir im Prinzip das Stückchen hier. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns hier um das große Stück hier oben. Und dafür würde ich glatt die Straße hier wegreißen. Und den größten Bahnhof hinzimmern, den wir bisher hatten. Wenn nicht Bahnhof, die größte LKW-Station. Ah, ich brauche die falsche Taste drauf, so kann man die kleinen Teile anschnappen lassen. Dann haben wir Riesenteil. Und das wird noch größer werden gleich. Potenziell einen Eingang für hier drüben, damit die SRs abladen können. Könnten dann hier wieder rausfahren. Das Stückchen würde ich dann hier auch nochmal umändern. Hier wieder rausfahren. Obwohl, dann reiße ich es gleich mal ab, dann kann ich es nicht vergessen. Nochmal, ich fange jetzt den Satz zum dritten Mal an. Ich unterbreche mich immer selber. Mir hat ein Lehrer mal gesagt, deine Gedanken sind sehr sprunghaft. Kümmert sich schon um Probleme, die noch gar nicht da sind. Was Kuriose ist, ich habe jedes Mal eine 1 bekommen bei ihm. Zu dem Maßen war es auch nicht besonders anspruchsvoll. Oder vielleicht war es anspruchsvoll, nur habe ich ein kleines Mathe-Talent. Oder hatte. Ich bin mir nach der höheren Mathematik in der Uni nicht mehr so sicher dafür. Einmal Erz abliefern, zweites Mal Erz abliefern, zwei Steige. Dann kommen die sich auch nicht in die Quere. Dann einmal Bretter aufnehmen, einmal Stahl aufnehmen und zweimal Kohle abliefern. Ich glaube, das sollte so schon passen. Ich muss mir nur noch Gedanken darüber machen, wie ich hier die Ein- und Ausfahrten rege. So, ich hätte gerne das Ding abgerissen. Dann hätte ich gerne wieder, glaube ich, 70 Meter. Das hat sich als gute Faustregel erwiesen. Dann schaust du doch nicht mehr so elendig breit aus, sondern warst schon fast quadratisch. Das ist ein Riesending, aber dann gibt es auf alle Fälle was zu sehen. Gut, dann. Einfahrten bitte daran. Ich glaube, es reicht eine Einfahrt. Die werden sich auch nur eine Straße teilen. Von hier hoch. Und dann können sie im Prinzip hier abladen. Sondern dann müsste hier auch eine Ausfahrt reichen. Genau, die können dann hier rausfahren und die können da noch abbiegen. Die werden sich nicht gegenseitig aufhalten, großartig, nehme ich an. Dann hier eine und Ausfahrt. Dann können sie im Prinzip hier rechts ranfahren. Bretter mitnehmen oder Holz abladen, Bretter mitnehmen, hier wieder zurück. Die anderen fahren hier gleich ein Stück durch, machen hier die Drehe, nehmen, laden hier Holz ab und nehmen Stahl mit und können sie beide hier rausfahren. Und die anderen. Fahren hier rein. Dasselbe wieder drüben und hier raus. Tada! Ich hoffe, es funktioniert so. Stuttgart-Abzweig, nee. Da muss ich mir definitiv noch was einfallen lassen. Je nachdem, was wir denn da herstellen,
Überlege ich mir was. Gut, dann Straßen. Du hast mir schon wieder die Einstellungen umgestellt. Ich finde dich echt richtig furchtbar. Hier nehmen wir das Ganze elektrisch mit. Bin im Überlegen, die Straße hier gleich zurückführen zu lassen. Warum nicht? Ansonsten, ich hätte jetzt noch die Idee gehabt, man könnte hier im Prinzip sagen, geht ein Stück mit und dann hier am Hang entlang. Dann muss ich nicht nochmal extra durch die Felder gehen. Und dann geht's hier wieder zusammen, aber ich glaube, auf der einen Straße, das macht mehr Sinn. Nutzen wir die Möglichkeit dafür. Dann sollte ich vielleicht gleich erstmal die Straße hier daneben bauen. Ah, okay. Muss auf die Shift. Nee, aber nur wieder auf der falschen Taste. Okay. Da ist nämlich gerade mein Mikro davor, deshalb sehe ich es nicht richtig. So. Ein Stück daneben passt schon. Das Feld, ganz in Schönheitsarbeiten machen wir dann noch. Ich glaube, die würde ich fast alleine machen. Ich würde natürlich nicht ausgrenzen, aber potenziell, das dauert einfach nur lang. Und das ist vermutlich für euch nicht so interessant, dann im Prinzip hier die Höhenunterschiede leicht anpassen, das bisschen hier an Gras wegmachen und dergleichen. Da gibt es für euch sicherlich auch Schöneres. So. Dann können die im Prinzip... Oh, das war vielleicht keine so clevere Idee, je länger ich drüber nachdenke. Wir kommen im Prinzip hier rechts rein. Und es hätte eigentlich genau andersrum sein müssen. Dann kreuzt nämlich die Linie sich hier selber. Also an sich wäre es schöner gewesen, wenn Kohle und Eisenerz einmal genau vertauscht ist. Dass die im Prinzip von hier unten hier rechts reinfahren, obwohl das tun sie ja im Moment, oder? Kann ich das nicht? Ja. Die fahren hier rechts rein, achso, dann fahren sie hier wieder raus. Wir hätten im Prinzip hier aber rein müssen und hier raus, damit das gut aufgeht. Das Problem ist, so funktioniert das Ding nicht. Ich kann nicht das hier einmal vice versa deklarieren, damit die im Prinzip nicht hier so immer lang fahren in die Richtung, beziehungsweise hier, unabhängig jetzt von den Pfeilen, sondern nicht immer hier so in die Richtung lang fahren, sondern im Prinzip genau das eine umgekehrt machen. Und genau das macht aber das Ding nicht. Okay, dann muss ich mir da was einfallen lassen. Also das hier war gar nicht so clever mit der Straße, je länger man drüber nachdenkt. Ich muss einmal, am besten damit die sich nicht kreuzen, über die Straße selber kommen. Ist viel zu früh hier. Also hier eine Idee. Man könnte im Prinzip sagen, geht hier drüber mit einer Brücke. Zerschneide ich natürlich wieder das komplette Feld und geht dann hier ran. Wie schlimm ist es, dass die sich hier einmal kreuzen? Ich weiß es nicht. Potenziell. Ich habe versucht bisher immer die Kreuzungen zu vermeiden. Das waren aber in der Regel kleinere Sachen, wo ich zum Beispiel hier überlegt hatte, noch eine Brücke drüber zu setzen, weil es hier der Höhenunterschied hergab, war auch nur eine kleine Brücke hier rüber. Oder hier haben wir sowas. Oh, hier ist schon was Größeres. Aber hier war es vollkommen richtig, weil hier viel Verkehr drauf ist. Hier wird zwar auch viel Verkehr drauf sein, aber ich würde vermuten, nicht so unendlich viel, weil die Strecke einfach nicht so weit ist für Kohle und Eisenerz.
Von daher die eine kleine Kreuzung da. Wir müssen ja auch hier im Prinzip nur abladen und von den Leer weiter. Ich glaube, ich gehe das Risiko ein. Und wenn es nicht hinhaut, muss ich mir wohl noch was überlegen. Was wäre denn meine Alternative? Ja, im Prinzip hier rum und dann hier wieder, die, also hier mit einer Brücke drüber und dann hier wieder ran. Oder hier rum. Das wäre eine Idee. Hier rum. Das Problem dürfte sein, kreuzen wir hier die andere Strecke. Aber vielleicht können wir ja die schon hier viel eher runtergehen lassen. Hier geht es ja auch ein ganzes Stück weit runter. Dann hier mit einer kleinen Brücke drüber die einmal hier rumlaufen lassen. Das heißt, die Rechtsabbieger kommen hier schon mal rein. Und die anderen könnten über dieselbe Brücke mit drauf gehen. Oh, das klingt... Das, ganz ehrlich, das ist eine schöne Idee. Wir probieren das mal. Also das hier war eine Schnapsidee. Das, da habe ich nicht richtig drüber nachgedacht. Und wir versuchen hier dann eine kleine Brücke zu setzen, hier drüber, wo dann im Prinzip beide Linien drüber fahren können. Eine rechts, eine links. Eine im Verkehr und eine im Gegenverkehr. Da muss die hier natürlich auch erstmal runter, die Straße. Sehr schön, diesmal hat sich das elektrisch gemerkt. Sachen gibt's, dass ich das noch erleben darf, sehr schön. Wie stark geht's denn dann da runter? Ein ganz schönes Stück, von daher ist es gar nicht so schlecht, dass ich hier schon... Ups, ach komm, du solltest nur die Linse ausmachen. Na gut. Wenn wir hier schon ein Stück runtergehen, ist das glaube ich gar nicht so verkehrt. Sagen wir mal ungefähr bis hierher. Und dann schaue ich mal, dass ich eine Strecke hier schon drüber bekomme. Und da vielleicht sogar ein Stück nach oben. Damit wir schnellstmöglich da die Brücke drüber kriegen. Damit das nicht so Ewigkeiten dauert. Natürlich auch schon eine ganz schöne Steigung. Würde das denn jetzt schon... Was machst du denn da? Würde das denn jetzt schon gehen? Nee, weil du wieder irgendeinen Mist mit Brückenpfeilern sagst, der gar nicht stimmt. Schaut euch, bestes Beispiel... Wo hatten wir es? Hier, das an. Wenn das geht, dann geht das mit Sicherheit auch mit den Brückenpfeilern. Du würdest einfach nur nicht. Okay, neue Idee. Wenn das Spiel mich... ärgern möchte, überlege ich mir etwas anderes. So ungefähr. Ich weiß nicht, ob das schon eine zu starke Krümmung ist, aber so und dann... Ach, was machst du denn da? Du hast schon wieder die Einstellung rückgängig gemacht. Ey, Spiel, ganz ehrlich, ich finde das richtig furchtbar. Ich stelle eine Sache ein und die bleibt gefälligst. Entschuldigt, aber... Ich bin mir nicht sicher, was das soll. Ich hätte es zumindest anders gemacht, aber... Das ist scheinbar... Die Entwickler haben sich bestimmt was dabei gedacht. Ich finde es einfach nur... Ist einfach nur nicht mein Ding. Okay, wir müssen da noch ein Stück weiter bauen. Dann schauen wir mal, dass wir mit der Brücke da drüber kommen und du hörst auf, da was zu machen. Erstmal nur ein Stück, das sollte reichen. Ich würde nämlich nicht allzu sehr hier eine Schlucht reinhauen. Das ist ein bisschen, finde ich ein bisschen schwierig. Ach, hier müssen wir dann auch noch gleich runter, oder? Wir gehen hier drüber. Nochmal überlegen. Wir gehen hier drüber. Über die Straße auch noch mit, ja. Denn die kommen im Prinzip hier an, gehen hier rein. Da müssen wir natürlich drüber, wir wollen hier nicht kreuzen. Und bei der Stelle kann dann im Prinzip auch gleich noch... Können dann gleich noch mit die Linksabbieger rüber. So ungefähr. Ich habe bestimmt gerade irgendwo Denkfehler gemacht, aber wir werden es gleich sehen. Hör auf, mir die Einstellungen kaputt zu machen.
geht. Kriegen wir das hin, ohne dass du da einen unendlich langen Bogen reinziehst? Andererseits, vielleicht ist ein längerer Bogen auch nicht so verkehrt. Ich hätte es mir nur eher gewünscht, dass es ja von hier aus geht und dann den Bogen zieht. Aber vielleicht muss ich dafür erstmal eine relativ gerade Brücke hier rüber bauen und das mache ich am besten von hier aus. So, dann ziehen wir das im Prinzip hier noch rüber. So lange nebeneinander laufen, ist auch nicht ganz beabsichtigt gewesen, aber okay. Da hat man, glaube ich, mehr zum Schauen dann. So, dann hat man uns überlegt, wir müssten ja hier mit der Straße hochkommen. Die, die hier rechts abbiegen, müssen nochmal unter der... Achso, das sind die. Nichtsdestotrotz, die müssen ja unter der Brücke hier durch. Rechtsabbieger hier, sagen wir mal, gehen hier raus. Kann dann im Prinzip gleich hier rein. Aber die, die hier links lang wollen, müssten dann nochmal hier drüber. Also ist im Prinzip eine Brücke hier rüber und hier braucht man gar keine drüber. Denke ich. Ich täusche mich da bestimmt irgendwo. Aber was das angeht, wenn wir von hier anfangen zu bauen, wäre es vielleicht clever, das Ganze von hier unten anzufangen und nicht von hier. Oder? Also hier eine Brücke drüber, hier die Brücke drüber. Dann können im Prinzip die Rechtsabbieger hier lang. Wir haben dann nochmal die Leute, die von hier kommen, die wieder hier drauf gehen. Erst über die Brücke fahren, dann im Prinzip mit dem Kreiser hier rein. Die anderen, die von hier kommen, hier einfach nur rüber gehen und dann hier wieder drauf gehen. So sollte es passen. Also hier eine Brücke, hier eine kleine Brücke. Und dafür wäre es gut zu wissen, dass die hier irgendwo ankommen. Wo ist denn hier der größte Höhenunterschied? Hier. Aber notfalls, ich kann das auch noch bearbeiten mit dem Geländetool. Dann sagen wir mal, dass hier die Brücke lang geht und hier im Prinzip die Straße. Dann würde ich mir das doch anlassen. So, du bleibst auf der Höhe. So ungefähr. Das ist ein annehmbarer Höhenunterschied, denke ich. Jetzt hat das elektrisch gespeichert. Ich bin begeistert. So. So ungefähr müsste das passen. Dann im Prinzip hier noch. Oha! Den Höhenunterschied habe ich definitiv unterschätzt. Was geht denn bei euch ab? Könnte mir da noch nicht so enorme... Oh. Das ist schon ein enormer Höhenunterschied. Dann müssen die hier vielleicht nochmal gleich ein Stück hoch. Dann kommt nämlich hier immer noch die Brücke durch und wenn wir hier mit denen ein Stück hochgehen, ist das auch nicht so verkehrt. So viel vielleicht nicht. So könnte reichen.
Dann kleine Straßen hiervon weg. Mir reicht im Prinzip ein kleiner Ansatz, um dann hier den Bogen ranzuziehen. Nur erstmal ein Stück gerade ist, glaube ich, nicht so verkehrt, damit er nicht wieder irgendwelche Knicke reinhaut. Gerade bei Kurven schaut das so richtig bescheiden aus. Ach so, warte mal. Du hattest die Einstellung übernommen. Diesmal hat das gemacht. Und diesmal habe ich nicht drauf geachtet. So, schaut das halbwegs in Ordnung aus? Na, hier schaut es nicht so gut aus. Aber ich bin gewillt, das zu verbessern. Heiß es ab, bitte, danke. Also Mühlen sind nicht unbedingt das Problem. Die bin ich bereit einzugehen. Das schaut doch schon ein ganzes Stück besser aus. Nicht perfekt, aber in Ordnung. Ja, passt schon. Ich glaube, mit den Einbahnstraßen schaut das dann noch besser aus, weil im Prinzip das zweite Tramgleis nicht mit einfach irgendwo ist. So, im Prinzip hier dann einen Bogen bauen, hier ein Stück hochgehen, hier rüber über die Brücke, hier anschließen, das könnten wir gleich machen. Und du musst hier zusammen geführt werden. Dann würde ich vorschlagen, könnten wir auch gleich ein Stück höher machen. Ein Stück, sagen wir so. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Dann du kannst hier mal, wo eine leichte Steigung sollte reichen, hoffe ich mal. Dann sollte das hier schon passen. Ziehen wir dich schon mal hierher, ungefähr parallel zur anderen Strecke. Hier dasselbe. Weil hier am Überlegen bin, nicht vielleicht eine Kurve reinzuhauen. Mehr oder weniger eine kleine S-Kurve, damit wir im Prinzip hier mehr Platz haben für den Schwung. Das so reicht? Oder ob er dann wieder meckert wegen irgendwelchen Brückenpfeilern, die er imaginär setzen möchte. Ich finde, das schaut so gar nicht verkehrt aus. Mich stört ein wenig, dass wir hier noch Ewigkeiten nach oben gehen. Vielleicht muss ich auch hier schon mehr Höhe erreichen, einfach. Wie wäre es denn, wenn wir dich platt machen? Dass du relativ gerade darüber gehst. Also zu geringe Höhe oder dergleichen, da würde ich ja nur mit mir reden lassen. Aber Brückenpfeiler-Kollision, also ganz ehrlich, liebes Spiel, das ist reine Schikane. Das hat nichts mit einer tatsächlichen Brückenpfeiler-Kollision zu tun. Das geht anderswo auch einwandfrei. Und wenn das anderswo einwandfrei geht, dann sollte das hier gefälligst auch gehen. Kommen wir dann halbwegs senkrecht an. Wird schon passen.
Cool, auf einmal geht's. Wie schaut's denn jetzt aus? Ja, nicht verkehrt, möchte ich behaupten. So, kriegen wir dann hier eine halbwegs... Na, das ist ein bisschen sehr hart hier drüben. Ich hätte eher was Gleichmäßigeres erwartet. Vielleicht muss ich das Stück auch noch einfach nochmal abreißen. Das Spiel kann doch auch S-Kurven. Das Spiel hat doch einiges dazugelernt seit dem ersten Teil. Und da macht es das nicht. Nun gut, an der Stelle kann es das leider nicht. Dann machen wir das selbst. Ich habe da noch eine andere Idee. Wir gehen hier gleich schon mal ein Stück runter. So ungefähr. Ja. Dann hier weiter. Und dann ist das doch gar nicht so verkehrt, möchte ich behaupten. Ich muss natürlich noch die ein oder andere Anpassung machen, aber das wird schon. Dann kreuzen wir auf alle Fälle hier schon mal die Strecken nicht. Die hier von rechts können im Prinzip einfach hier rechts reinfahren. Wenn die dann hier über die Brücke wieder rankommen, können sie im Prinzip hier zweimal rechts abbiegen, sind dann auch wieder links. Die von hier drüben fahren im Prinzip links einfach hier weiter. Die kreuzen im Prinzip auch die hier zurückkommen nicht, fahren mit über die Brücke und schlängeln sich dann hier mit lang. Und eine Sache sehe ich da gerade, brauche ich natürlich auch hier Straßenbahn. Schienen. Und sagen wir, nee, ah nee, das ist eine andere Strecke, das passt schon. Aber ich glaube, das sollte dann schon locker als Folge reichen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde sagen, beim nächsten Mal setzen wir hier drüben noch die LKW-Station, bauen die hier noch zu Ende, setzen hier die LKW-Station, ziehen die Straßen und dann sollten wir auch schon fertig sein. Und dann sind wir bereit für die Mitfahrt. Bis zum nächsten Mal.